In der Wirtschaftlichkeit für den Franchisegeber sind mehrere Themen zu berücksichtigen. Zum einen muss der Franchisegeber sich mal klar werden, was kostet die Entwicklung des Franchise-Systems. Also was muss ich investieren, um überhaupt mal das Geschäftsmodell zu entwickeln, das Franchise-Paket zu entwickeln und all die Instrumente, die ich brauche, damit ich eben ein professionelles Franchise-System anbieten kann. An zweiter Stelle muss ich mir Gedanken machen, welche Kosten habe ich, nicht nur in der Entwicklung des Franchise-Systems, sondern vor allen Dingen auch im Aufbau und im Ausbau des Franchise-Systems. Also was kostet mir die Suche eines Franchise-Nehmers? Was kostet mir die Ausbildung des Franchise-Nehmers? Welche Kosten fallen an für den Know-how-Transfer auf den Franchise-Nehmer und deren Mitarbeitern? Und alle Kosten zu berücksichtigen, die es eben gilt, um das Franchise-System ins Laufen zu bringen. Auf der anderen Seite, in so einem Businessmodell, das wir FG Profit bei uns nennen, macht man sich natürlich auch Gedanken, wie schaut die Erlösstruktur aus? Also wie ist die Einstiegsgebühr, die laufende Gebühr, wie hoch ist der Marketingpool, den die Franchise-Nehmer später zu entrichten haben für ein gemeinsames Marketing? Gibt es auch noch andere Erlösquellen, wie zum Beispiel Provisionen oder auch IT-Gebühren? Und wenn ich das dann alles sozusagen zusammenwerfe, dann kommt daraus ein Businessmodell, ein Business Case raus. Und da ist unsere Empfehlung, dass so ein Businessplan mindestens auf 7 Jahre zu rechnen ist. Ja? Weil eben, wie es so schön heißt in meinem Buch Fairplay Franchising, man die Kuh zunächst mal füttern muss, bevor man sie melkt. Und mit Kuh ist auf alle Fälle das Franchise-System gemeint.